Ganz genau, Orion. Ja, weil ich Bock hatte, ne? Ja, man kriegt Durchfall. Viel. Wenn man zu viel davon konsumiert. Kommen wir in die Pötte, okay? Utsushi wartet auf uns. Möchtest du zu dieser Quest aufbrechen? Ja, ich mache jetzt die Quest erstmal direkt. Die haben wir das letzte Mal abbrechen müssen, beziehungsweise das letzte Mal gestern. Weil unser Internet einfach den Geist aufgegeben hat. Und jetzt musst du leider auch solo machen, Maxi. Glaube ich. Yes. Okay, ach. Unterrichtszeit. Sorry für die Umstände, aber ich habe eine neue Technik für dich. Wechselkunsttausch. Nice. Ob diese Wechsel... Auf diese Weise kannst du Wechselkunst sofort austauschen. Tausche Fähigkeiten aus, um den Anforderungen zu entsprechen und mit den Herausforderungen auf die Jagd klar zu kommen. Da! Los! Verwende Wechselkunst-Tausch, um zwischen Wechselkunst-Sets zu wechseln. Probier dieses Set hier aus. Ziehe deine Waffen. Ja, weiß ich schon. Habe ich auch schon gelesen. Und jetzt neue Skills dazu bekommen. Hockschuss. Let's go! Let's go! So. Da war der Main DPS Skill für Switchaxe auch dabei. Nice. Okay, das ist. Ich mal gucken, das ist mein Standard. Das war wahrscheinlich momentan. Sag Bescheid, wenn du mehr Zeit brauchst. Sprich mit dir zu schieben. Gibt's nichts zum Attacken? Wo ist denn Utsushi? Wo ist Utsushi? Da oben. Muss ich jetzt wieder hoch? Wie komme ich da hoch? Kein Spanner. Da oben die Teilkarte. Select geht bei mir nicht mehr. Select macht er das hier schon. Select halten. Wir prüfen. Geht das? Sorte! Stimmt, Select halten ist auch funktionabel. Geil. Du kannst Wechselkünste in deiner Objektruhe festlegen und über Wechselkünste verwalten in deinem Zelt. Ja, Select halten ist Map. Stimmt, ja. Registriere Wechselkunstsets in deiner roten und blauen Rolle. Übrigens beginnst du eine Quest mit einem Wechselkunstset. Beginnst. Ja, okay. Lege deine Alltagsfähigkeiten in der roten Rolle und deine Lieblingsfähigkeiten für einen Regentag in der blauen fest. Willst du deine Wechselkunst festlegen? Jetzt ist deine Chance. Sag mir, was du bereit. Genau. Okay. Hallo Seemog, was geht ab? Mal schauen, ob es heute funktioniert mit der Scheißleitung. Schön, dass du da bist. Und danke für dein Lurk. Hallo Gemma, wie geht's? Schön, dass du da bist. Hallo Gemma, danke Seebock für den Lurk. Um bestimmte Aktionen für deine Waffe zu ändern, wähle Wechselkünste verwalten von jeder Objektbox oder in deinem Zelt aus. Durch das Verwalten kannst du Wechselkünste ändern oder ihre Sets anpassen. Mit Wechselkünste verwalten kannst du die Wechselkunstsets ändern. Du kannst ein Set mit 5 Wechselkünsten bei einer roten Wechselkunsttauschrolle oder der blauen Wechselkunsttauschrolle registrieren. Ankündigung. Hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte, glaube ich. Moment, Guys. Ich muss kurz was ändern. Sorry, hab Wandernass beim Essen
gegessen, jetzt bin ich da. War Wandernass lecker? Oh, shit. Der macht aber nicht, was er soll, wie es scheint. Yes. Wie seht denn ihr die Ankündigung? Steht nichts dabei, der sollte eigentlich schreiben, cool, schau mal Video. Nur den Link. Ist nichts irgendwas nebendran oder irgendwelche komischen Streifen oder sonst irgendwas? Nervt. Hat nach Nudeln mit pfefferwarme Soße geschmeckt. Jetzt kurz. Schau mal kurz. So soll er das aber eigentlich nicht machen. Ich verstehe auch nicht, warum er das jetzt so gemacht hat. Da stehen eigentlich andere Sachen noch dabei. Hier. Hat der Bot schon mal was angekündigt unterwegs irgendwo? Hat jemand was gesehen? Ja, okay, ich habe es verstanden. Ich weiß, wo das Problem liegt. Reicht das und das ist nicht zu viel. So. Es ist ein guter Zeitpunkt, mit One Piece anzufangen. Jeder Zeitpunkt ist ein guter Zeitpunkt, um mit One Piece anzufangen. Würde ich mal so sagen. Da. Es gibt bei dir auch Maxi. Ich probiere das mit dem Wechselkünsten, aber. Blau ist halt die du nicht eingestellt. Hast du die schon eingestellt? Nee. Gelb, die rot ist die du die ganze Zeit hast. So, ich muss die einstellen. Mit Wechselkunst Z kannst du einen Satz von 5. Ja, das wird schon. Das hat er automatisch gemacht. Hier, ich kann es bei. Kann ich nicht bei. Ach nee. Wo stellst du die denn ein? Du, an der Kiste kannst du. Nee. Hä? Nee. Deswegen dachte ich ja, jetzt automatisch gemacht, weil ich an der Kiste war. Ah, im Zelt vielleicht. Bist du im Zelt? Ja, da die Tür. Danke für den Log, Orion. Viel Spaß mit dem Hund. Für den Löb, Orion, viel Spaß. Nee. Doch, Wechselkunst zu verwalten. Hier unten Wechselkunst-Set, schon. So, kann ich die auch ändern?
Wechselkunst ändern. Hier, du kannst jetzt auf Wechselkunst ändern. Ja. Dann kannst du das da einstellen, was du haben willst. Ich hab halt jetzt alles genau das Gegenteil gemacht. Wie es beim ersten eingestellt ist. Ja, jetzt musst du halt dann mal gucken, wie es dir besser, wie es dir am besten gefällt. Schlitterhieb, Rundhieb-Kombo. Dämonenfluch und Dämonenwirbelrausch. Ja, da muss man ein bisschen rumspielen. Was hältst du von den Wechselkünsten, Zerwerstung? Sensei Zerwerstung! Was hältst du von den Wechselkünsten? Dafür müsste man ja erstmal die Angriffsbild verstehen, ne? Ja, oder kennen. Ja. Muss er denn sterben? Nee, man kann einfach gehen. Ja, aber dann gehe ich jetzt auch. Ich bin gut gegangen. Was? Ich denke, ich muss für die erstmal durchlesen. Macht ja so keinen Sinn, weil. Ja, klar. So, lol, okay, ich kann jetzt YLTYB drücken, dann kann ich die wechseln. So viel weiß ich, aber. Wenn ich die Skills nicht mal kenne, noch nicht mal durchgelesen habe, was soll ich da jetzt üben, ne? Ist ja voll random dann einfach. So, Rift abschließen. Jetzt. Wie hast du das gemacht? Hast du ihn gekillt, oder? Nö, einfach auf starten und Rift abschließen. Ist dann so Geld. Ein paar sind unbalanced, ein paar sind useless. Am Ende nimmt man sowieso die, die am stärksten sind. Ja. Spammt die durch. Etwas schade, aber naja. Die haben auf jeden Fall den ein oder anderen Set-Effekt reingehauen, wo man entsprechende Buffs bekommt, abhängig von in welcher Rolle man ist. Also wenigstens halbwegs gutes System um die Red Blue Scrolls eingebaut. Entschuldigung, ist mir egal, ich habe jetzt so viel Text gelesen die letzten Tage. Reicht mir jetzt. Ich will jetzt einfach töten. Spielen und töten. Oh, du musst Meister Yato sein. Wie spielst du das Charge Play? Mit welchen Fähigkeiten, Mr. Zerwertung? So. Online spielen. Okay, einfach oben immer noch die riesige Erweiterung dran steht. Dabei habe ich sie doch. Was haben sie denn für ein Problem? Unser Zimmer ist auf dem Schiff. Brauchen wir das? So, ich habe dir eine Einladung geschickt, Spatz. Danke. Ja, gib mir Aufträge los.
Ja, ich werde dir fortgeschrittene Quests zuteilen, die wir Meisterrang-Quests oder kurz MR-Quests nennen. Meisterrang-Quests werden in Zusammenarbeit mit Kamudas Dorfstätte organisiert, darum kannst du diese auch akzeptieren. Okay. Jetzt beim Hochleistungskonto und das Ranziehen auf LTY. Ich glaube, das habe ich auch. Aber ich habe eine extra Condition, dass ich auf Loops Roll erstmal auf Savage gehe und dann erst auf Red wechsle und dann auch bleibe. Was? Er hat eine extra. Er muss halt eine Sache extra machen. Das ist aber sehr wahrscheinlich noch nicht so nötig. Ich hab jetzt immer, wir haben einen neuen Skill freigeschaltet. Und das labern mich schon wieder alle voll. Ist mir egal. Wirklich. Ist mir einfach egal. Kampfkröte verbessert. Okay. Trainingsbereich. Was war denn der neue Skill, den ich für meine Duels bekommen habe? Muss ich gleich mal kurz gucken. Hallo Juri. Achso, ich wollte nicht nach Kamura reisen, verdammt. Achso. Doch wollte ich, weil es das nur hier gibt. Wo ist denn diese verdammte Karte? Trainingsbereich. Wechselkünste. So. Was ist denn neu? Was ist denn Stechbinder? Den kenne ich, den kenne ich. Rundtipp-Kombo. Dann ist der Schlitterhieb-Kombo. Schwebe wie ein Schmetterling, steche wie eine Biene. Diese Technik erlaubt es, beim Ausweichen anzugreifen. Oh doch, den habe ich schon gesehen, ja. Das wird lange dauern, bis ich das Chat drin habe. Aber jetzt kann ich mal kurz den Ding angucken. Objekte. Ausrüstung ändern. Give me the Morph Axt. So, dann schauen wir mal. Ein Morph-Axt-Hieb in zwei Phasen, der einem Axt, wenn der Schwinger folgt. Erste Phase morphen in den Schwertmodus, zweite Phase morphen in den Axtmodus. Während dieser Kombo steigt die Kraft von Schwertmodus-Angriffen und Angriffe in Axtmodus füllen den Wechselbalken schneller. So, das ist das, was der Dev mir gezeigt hat, glaube ich.